Liebe Grüße aus Lübeck. Heute ist der beste Tag deines Lebens und heute stelle ich dir Unia de Gato vor. Unia de Gato, Katzenkralle. Das ist eine Rinde, Uncaria tomentosa, auch lateinisch genannt, aus Peru. Eine ganz besondere Pflanze. Man sagt, das ist die stärkste Heilpflanze aus dem Regenwald, aus dem Amazonas-Regenwald und auch die am besten erforschte Heilpflanze. Es gibt ganz, ganz viele Studien zu der Wirksamkeit von Unia de Gato. Unter anderem ist Unia de Gato in der Lage, das Immunsystem sehr stark zu pushen. Also wenn man Probleme im Immunsystem hat oder das Immunsystem schwach ist, ist Unia de Gato wirklich hervorragend geeignet. Es ist auch eine Pflanze, die den Körper wieder so ins Gleichgewicht bringt, dass er in der Lage ist, mit Allergien hervorragend umzugehen, beziehungsweise Allergien auch selber sozusagen zu heilen. Es ist also sehr, also wird auch Toröffner genannt, also in Bezug auf Allergien. Und wirkt sehr, sehr stark entzündungshemmend und wird teilweise auch begleitend in der Krebstherapie eingesetzt. Ist also eine ganz besondere Pflanze. Es gibt sogar Berichte, die sagen, dass Unia de Gato in der Lage ist, aus grauem Haar wieder dunkles Haar zu machen. Also es gibt also Anwender, die das berichten. Ja, eine tolle Pflanze. Wir haben sie hier als Einzeltee. Und das will ich dir jetzt mal vorstellen. Unia de Gato, natürlich nachhaltig geerntet, mit der Lebensblume energetisiert. Das ist diese Baumrinde. Riecht so erstmal neutral. Ich habe hier schon ein bisschen heißes Wasser, gefiltertes Wasser vorbereitet. Und das ist 1 Liter und wir geben mal so ungefähr, gucken, dass ich nicht zu viel nehme. Also erstmal so. Ungefähr so viel geben wir auf 1 Liter. So, und das sollten wir jetzt ungefähr 15 Minuten köcheln. Und jetzt zeige ich dir das auch noch mal, wie das aussieht. Es ist so ein, es ist wirklich rötlich und staubt auch ein bisschen. Und so sieht dieser wundervolle Unia de Gato Tee aus. Und jetzt schauen wir uns an, wie der schmeckt, oder beziehungsweise ich probiere den, wenn der jetzt seine 15 Minuten geköchelt hat. Und diesen Tee trinkst du dann über den Tag verteilt am besten 1 Liter. Das ist 1 Liter hier. 1 Liter pro Tag ist wirklich hervorragend. So, jetzt hat der Unia de Gato Tee fertig gekocht. Ich habe ihn also auf kleinster Flamme und kleinster Stufe jetzt 15 Minuten köcheln lassen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der jetzt geworden ist. Na gut. Also, so sieht er aus. Hat immer noch dieses Rötliche. Vom Geruch her riecht er relativ neutral. Ich probiere den jetzt mit Wasser, weil es mir zu heiß ist. Dadurch wird er ein bisschen blasser, aber die Wirkung ist natürlich trotzdem voll da. Also er schmeckt so leicht adstringierend, also so leicht zusammenziehend, ganz leicht. Und aber ansonsten immer relativ mild. Kann man auf jeden Fall super trinken und ist, wie gesagt, ist einer der stärksten Heiltees überhaupt. Probier es gerne. Bei uns im Shop gibt es nicht nur Unia de Gato Tee, sondern auch Unia de Gato Pulver und Unia de Gato Kapseln. Wenn du Fragen zu dem wundervollen Produkt hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen und gesunden Tag und ich danke dir fürs Zuschauen. Liebe Grüße aus Lübeck. Tschüss. Thank you.